eine Überwachungszentrale in Shanghai. Jeder Bürger ist hier erfasst. Hunderte Millionen Kameras überall in China. Wir haben Algorithmen, die automatisch Situationen erfassen. Wenn jemand zum Beispiel keine Maske trägt, erkennen wir dieses Fehlverhalten sofort. Niemand kann sich entziehen. Wer Müll wegbringt, wird dabei digital überwacht. Was in China passiert, reicht bis nach Deutschland. Chinesische Konzerne nehmen unser Leben längst ins Visier. Und unsere Daten. Ob die jetzt in die USA gehen oder nach China oder nach sonst wohin, da habe ich eh nicht wirklich Einfluss drauf. Hightech ist praktisch. Bargeldlos zahlen. Autos mit Internet. Mit Tempo in die digitale Zukunft. Aber was ist der Preis dafür in China und bei uns? Familie Yu sieht vor allem die Vorteile der neuen Technik. Die Welt entwickle sich, da müsse man mitgehen, findet Vater Chen Wei. Douyin, die chinesische Version von TikTok, ist ihre Lieblingsunterhaltung. Für die 10-jährige Man Fei ebenso wie für die Eltern. Das sind zum Beispiel Videos von Freunden. Das war gerade die kleine Tochter eines Freundes. Sie filmen süße Videos von ihren Kindern und laden sie ins Netz. Und dann haben wir Gesprächsstoff. Man Fei reicht der kleine Bildschirm ihrer Smartwatch. Viele in ihrer Klasse haben so eine Uhr statt Handy. Mit der Uhr kann sie auch telefonieren und sogar bezahlen. Wenn meine Eltern nicht da sind und ich die Hausaufgaben nicht mehr weiß, dann kann ich im Klassenchat nachfragen, was wir aufhatten. Und was ich im Alltag mache, kann ich in den Chat posten und Fotos machen, als Erinnerung. What is your name? My name is Miffy. Wie viele Kinder aus der gehobenen Mittelschicht hat auch Man Fei privaten Englischunterricht. Er findet online statt, auch schon vor Corona. Shen Qiong, die Mutter, erledigt parallel die Wochenendeinkäufe und zahlt die Stromrechnung. Alles in einer Handy-App. Die Familie lebt in Hangzhou. Die Stadt entwickelte sich in kürzester Zeit zur Hightech-Metropole. Inzwischen leben hier 10 Millionen Menschen. Auch beim Auto ist Familie Yu auf dem neuesten Stand. Ein Elektroauto vom chinesischen Hersteller NIO. Verbunden mit dem Internet. Hey Nomi! Ich höre. Spiel ein Lied. Die Fahrt geht vorbei an unzähligen Kameras. Hat Yu Chen Wei manchmal ein ungutes Gefühl, so beobachtet zu werden? Nein, das habe ich nicht. Im Gegenteil, das vermittelt mir ein Sicherheitsgefühl. Das Problem ist ja nicht, dass Daten existieren, sondern die Frage ist, was damit gemacht wird. Soweit ich weiß, ist die Regierung sehr strikt mit unseren Daten. Da habe ich Vertrauen. Eine gute Stunde entfernt. Shanghai mit seinen 24 Millionen Einwohnern. Jeder Stadtbezirk hat ein Datenzentrum. Hier laufen alle Informationen zusammen. Die Behörden nennen es das Gehirn. Nur selten wird ausländischen Medien Zutritt gewährt. Allein in ihrem Stadtbezirk haben die Mitarbeiter Zugriff auf 290.000 Kameras. Teilweise können sie sie auch direkt steuern. Mithilfe von Algorithmen werden die gefilmten Inhalte verarbeitet. Dieser Bildschirm zeigt alle Baustellen. Die roten Punkte warnen vor Unregelmäßigkeiten.
Die künstliche Intelligenz hat hier erkannt, dass ein Bauarbeiter keinen Helm trägt. Sheng Dan Dan hat das System mitentwickelt. Innerhalb eines Jahres hat sie eine erste Version an den Start gebracht. Inzwischen ist jeder Einwohner für sie hier abrufbar. Wir haben die Wohnhäuser im Stadtbezirk erfasst. Welche sind bewohnt? Wo gibt es Leerstand? Wo leben alleinstehende alte Menschen? Wo wird Fürsorge oder Hilfe benötigt? Das ist alles auf unserer Plattform gespeichert und kann in Echtzeit abgerufen werden. Auch wer seinen Müll nicht richtig entsorgt, wird erfasst. Nichts entgeht den Kameras. Aus gleich drei Perspektiven filmen und ermitteln sie, welche Nachbarn sich nicht an die Regeln halten. Und sofort kann das Gehirn für Ordnung sorgen. Seien es falsch parkende Autos oder unerwünschte Werbeaufkleber. Patrouillierende Ordnungshüter sind über eine Handy-App mit dem Kontrollzentrum verbunden. Wenn die Parteikader und Freiwilligen in den Wohnbezirken ein Problem bemerken, können sie das melden und Material hochladen. Sie machen ein Foto, melden, dass das entsorgt werden muss, und dann entscheidet unser System automatisch, an welche Abteilung das weitergeleitet wird. Das sogenannte Gehirn im Stadtbezirk Pudong. Es ist Teil einer Entwicklung, die die Regierung in ganz China vorantreibt. Das Ziel ist eine 100%ige Kameraabdeckung an allen wichtigen öffentlichen Orten, wie Bahnhöfen, Straßenkreuzungen, Parks. Chinas Staatsmedien verbreiten dazu stolz, innerhalb von nur einer Sekunde könne die Polizei jede einzelne Person auf der Straße identifizieren. Berlin. Von hier aus beobachtet die Forscherin Mareike Ohlberg Chinas rasant wachsenden Sicherheitsapparat. Ohlberg selbst kann nicht nach China einreisen, denn ihre Forschungen sind den Behörden dort ein Dorn im Auge. Überwachungszentralen wie in Shanghai kennt sie aus vielen chinesischen Städten. Seit Jahren sammelt sie im Internet verfügbare chinesische Daten, zum Beispiel öffentliche Ausschreibungen. Wir haben mehrere Millionen Datensätze runtergeladen, teilweise mit sehr detaillierten Anhängen, wo wirklich verschiedene Überwachungsschemata im genaueren Detail erklärt werden. Zum Beispiel, welche Art von Kamera soll über welche Hauseingänge? Aus den Datensätzen geht auch klar hervor, warum Chinas Behörden überhaupt überwachen. Da wird ganz wunderbar beschrieben, dass im Prinzip Menschen und menschliche Interaktionen sind die Quelle jeglichen sozialen Konflikts. Und soziale Konflikte sind ja das, ist ja letztlich das, was die Regierung in Schwierigkeit bringen könnte, wenn sie nicht für soziale Stabilität sorgen. Das heißt, solange man jegliche Bereiche des menschlichen Lebens abdecken kann mit Kameras, mit Überwachung, dann kann man auch jeglichen Konflikt rechtzeitig entdecken und entschärfen und hat dann quasi wieder Ruhe. Shanghai. Mit Datensammeln lässt sich auch viel Geld verdienen. So haben sich in China, fernab des Westens, gigantische Konzerne entwickelt. Der Tech-Konzern Tencent, die Alibaba-Gruppe und ByteDance. Das Erfolgs-Startup aus China. In Werbevideos gibt man sich weltoffen. Mit ihrem Produkt TikTok sind sie das wertvollste Startup der Welt. Keine App wurde 2020 häufiger heruntergeladen als TikTok. Fast 700 Millionen aktive Nutzer. Beliebt vor allem bei jungen Menschen auf der ganzen Welt. Und natürlich auch in Deutschland. Die Ruhr-Uni Bochum, mitten in Nordrhein-Westfalen. Finn ist leidenschaftlicher Biker und seine Freundin Jill filmt. Für TikTok. Okay, Hand drauf.
Die Studentin und ihr Freund lieben das soziale Netzwerk aus China. Ich wollte lieber so, ja. Okay, so ist aber mit der Schrift jetzt gut? Ich finde es okay. Okay, ja, dann wir jetzt weitergehen. Was die beiden an TikTok so toll finden, jeder kann hier sekundenschnell bekannt werden. Am schönsten finde ich, dass man dafür jetzt nicht großartig irgendwas können muss, sondern einfach nur ein Video hochladen und dann hat man mit Glück schon sofort 1000 Likes. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about? Oh, wie geil. Ja, richtig lustig. Alle Freunde von Finn und Jill sind inzwischen auch auf TikTok. Und die beiden verbringen viel Zeit dort. Also es ist schon fast ein bisschen peinlich. Eigentlich will ich das gar nicht zugeben, wie schnell das geht. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man einmal drauf ist, dann guckt man nicht nur ein Video, nicht nur zwei, sondern dann scrollt man halt durch. Das Geheimnis, der Algorithmus. Er verfolgt ganz genau, welche Videos Jill und Finn gefallen und bietet immer neue an, die ihnen dann noch besser gefallen, die noch präziser auf ihren Geschmack abgestimmt sind. Dafür werden im Hintergrund sehr viele Daten gesammelt. Aber welche Daten ganz genau? Was weiß TikTok über die Studentin und ihren Freund? Die beiden sind neugierig. Für den Film haben wir die Wissenschaftler des Instituts für IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität gebeten, sich TikTok genauer anzuschauen und sichtbar zu machen, was gesammelt wird. Also auf dem Handy einfach mal TikTok so installiert. Live können die beiden jetzt verfolgen, welche Daten übertragen werden. Was wird empfangen? Da ist immerhin die Stats. Also da werden immer diese Infos übertragen. Ja. Und während im Vordergrund lustige Musiken dudeln, liest das Netzwerk im Hintergrund persönliche Daten aus. Der Device Type, also den ungefähren Standort, man sieht den Handytyp und natürlich auch jeden Like und jeden Kommentar. Aber dann kommen auch noch viele, viele weitere Informationen. Ich fand das jetzt generell total interessant, mal sowas in der Tiefe zu sehen. Das habe ich so noch nie gesehen. Und dann jetzt noch mal speziell im Fall von TikTok, fand ich ganz viel interessant oder auch überraschend. Vor allem auch die Tatsache, dass man sehen kann, wie lange ich welches Video geguckt habe, also wann ich es überspringe. Jetzt, wo ich das mal so richtig gesehen habe, finde ich das schon ganz schön schockierend. Aber ich glaube, mit der Zeit werde ich das auch wieder vergessen so ein bisschen und einfach TikTok benutzen wie immer. In welchem Land? Mit den Daten wird der persönliche Empfehlungsalgorithmus von TikTok trainiert. So lernt er ständig dazu. TikTok hat sehr gute Mechanismen im Hintergrund, um mir genau den Inhalt vorzuschlagen, der mir gefällt. Und so versuchen zu maximieren, dass ich sehr lange auf der Plattform bleibe. Da sind sie besser als Facebook, besser als Instagram. Und das ist auch genau, was diese Firma so wertvoll macht. Auf der anderen Seite kann so eine Plattform natürlich auch gewisse Inhalte filtern. Also wenn eben gewisse politische Inhalte nicht gewünscht sind oder gewisse Themen nicht gewünscht sind, werden die einfach nicht anderen Leuten angezeigt. Immer wieder gibt es Vorwürfe. TikTok pushe lustige Videos und unterdrücke unliebsame Inhalte. Keine Chance für Videos, die sich kritisch mit China auseinandersetzen. Beispiel: Das Massaker am Platz des Himmlischen Friedens. Es finden sich zwar vereinzelte Clips, doch oft nur mit sehr wenigen Likes. Shadow Banning. Unsichtbar machen heißt es, wenn Videos zwar nicht gelöscht, aber unterdrückt und nur selten automatisiert gezeigt werden. TikTok selbst will uns dazu kein Interview geben. Aus der Deutschlandzentrale in Berlin heißt es auf Anfrage, ihre Moderationsentscheidungen würden von keiner Regierung beeinflusst, auch nicht von der chinesischen. Trotz aller Beteuerungen, für die Expertin Mareike Ohlberg sind Chinas Konzerne zwar formal Privatunternehmen, doch der Staat behalte sich vor, jederzeit einzugreifen. Das ist letztlich natürlich auch die Möglichkeit, dass man über diese Produkte größere Kontrolle hat, welche Inhalte, wenn man sie auch nicht direkt zensieren kann, dann zumindest indirekt, welche Inhalte gepusht werden, welche populär werden und welche dann irgendwie verschwinden.
In Peking weiß der Künstler Dang Yufang, wie es sich anfühlt, wenn die chinesische Zensur etwas verschwinden lässt. Weil er sich an politisch heikle Themen wagt, wurde er schon mehrmals von der Polizei verhört. In einer Kunstaktion im vergangenen Jahr ging er der Frage nach, ist es überhaupt noch möglich, außer Sichtweite von Kameras eine Straße in Peking entlang zu laufen. Ich habe jede Überwachungskamera fotografiert, das Modell recherchiert und die technischen Daten rausgesucht. Die Brennweite, den Blickwinkel. Für jede Kamera habe ich Marke und Modell identifiziert, sodass ich genaue Daten hatte und bei jeder Kamera wusste, welchen Bereich sie abdeckt. Am Ende filmte er, wie eine Gruppe Freiwilliger den ausgearbeiteten Weg im Schatten der Kameras entlang ging. Jede Bewegung war einstudiert. Über 2 Stunden brauchten sie für 1000 Meter. Nur so war es zu schaffen. Die Videos haben die Behörden zensiert. Sie sind nur noch außerhalb Festland Chinas abrufbar. Auch der Künstler selbst darf das Material nicht weiter verbreiten. Natürlich bin ich enttäuscht. Als Künstler erschaffst du ein Werk, investierst Arbeit, Ideen und Überlegungen, suchst nach Ausdrucksformen. Das ist wie ein Kind für dich. Und dann darfst du dein eigenes Werk nicht bekannt machen, niemandem zeigen? Natürlich ist das frustrierend. Auch in seinem neuen Projekt setzt er sich mit Privatsphäre auseinander. Nicht nur in China, überall würden die Menschen ausgelesen, so seine Kritik. In seiner Ausstellung veröffentlicht er einen provokanten Steckbrief mit seinen eigenen persönlichen Daten. Bis hin zu Passwörtern und Vorlieben, etwa für Pornografie. Seit Corona ist die Datensammelwut in China explodiert. Mithilfe von Apps versuchen die Gesundheitsbehörden, potenzielle Kontakte zu Infizierten zu ermitteln. Der Künstler Dang muss am Eingang zum Galerieviertel mit seiner Gesundheits-App einen QR-Code scannen. Fiebermessen gehört auch dazu. Die App sucht deinen Gesundheitsstatus heraus und kann deinen Weg nachverfolgen. Nach dem Scan zeigt sie dir, ob alles okay ist. Wäre er am gleichen Ort gewesen wie ein Corona-Infizierter, wäre ihm der Zutritt verwehrt worden. Sobald irgendwo im Land neue Fälle auftauchen, braucht es überall das Okay der Apps. Am Eingang zum Supermarkt, zum Restaurant, sogar im Taxi. In Bochum haben die Wissenschaftler der Ruhr-Uni ein extra präpariertes Handy ausgewertet. Mit ihm haben wir in Peking Gesundheitscodes gescannt. Die Forscher wollen herausfinden, welche Daten im Hintergrund fließen. Und wo die Unterschiede liegen zur deutschen Corona-App. Super. Um Daten zu schützen, darf diese nämlich nur anonym mit Handys in ihrer unmittelbaren Umgebung kommunizieren. Welche Art von Kommunikation oder was wird da vielleicht passieren? Das heißt, eben die ganze Datenverarbeitung passiert eigentlich lokal auf meinem Handy. Bei der chinesischen App ist der Ansatz komplett anders. Die Wissenschaftler analysieren die App. Es ist kompliziert. Die Daten sind verschlüsselt, aber sie können sehen, dass an jedem Ort beim Einchecken Daten gesammelt und übertragen werden. Dass ich als Person zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort bin, das wird dann vermutlich übertragen an eine zentrale Stelle und da wird dann eben die eigentliche Analyse gemacht. Das Einchecken an sich ist aus Privatsphärensicht natürlich problematisch, weil man dann eben ein sehr detailliertes Bewegungsprofil hat. Während Deutschland über Grundrechte und Datenschutz streitet, hat China die Corona-Zahlen auf Null gebracht. Die App ist dabei eine von vielen Überwachungsmaßnahmen. Doch Chinas Erfolge bei der Corona-Bekämpfung haben einen Preis.
Gerade wenn man sich überlegt, ich kann jetzt aus technologischer Sicht eine komplette Massenüberwachung durchführen. Ich kann über eine Gesichtserkennung nachvollziehen, wer war wann an einem gewissen Punkt, wenn ich genug Kameras irgendwo installiert habe. Wenn ich meine Bevölkerung dazu zwinge, gewisse Apps zu installieren, habe ich auch eine Einsicht in ihr Privatleben. Also das Missbrauchspotenzial ist sehr, sehr hoch. China hat den Datenschutz und die Bewegungsfreiheit komplett der Corona-Bekämpfung untergeordnet. Auch im Gehirn des Stadtbezirks Pudong in Shanghai. Jeder Corona-Verdachtsfall wird hier überwacht. Wir installieren vernetzte Sensoren vor der Wohnung. Wenn der Sensor an der Tür dann das regelwidrige Verlassen der Wohnung registriert, werden wir alarmiert. Die Mitarbeiter des Wohnbezirks und die Gesundheitsbehörde werden dann informiert und können schnell reagieren. Was immer technisch möglich ist, es wird gemacht. Kritik oder gar Widerstand in der Bevölkerung gibt es so gut wie nicht. Selbst der sonst kritische Künstler Dang findet das Datensammeln zur Corona-Bekämpfung sinnvoll. Das ist eine ethische Abwägung. Ist das Leben wichtiger oder die Privatsphäre? Vor diese Wahl stellt uns die Technik. In diesem Fall, denke ich, entscheidet doch jeder, dass das Leben wichtiger ist. Zurück in Hangzhou, wo Familie Yu ihren Alltag mit Technik einfach nur praktisch findet. Für sie ist der Einkaufsbummel ohne Bargeld völlig normal. Die 10-jährige Manfei hat das Taschengeld auf ihrer Smartwatch, kauft sich mit einem Scan ein süßes Getränk zum Mitnehmen. Überall hinterlässt die Familie digitale Spuren, bei Firmen wie auch bei Behörden. In kaum einem Land werden so viele persönliche Daten erfasst wie in China. Die Regierung will das nutzen, will künftig für jeden Bürger ein digitales Verhaltensprofil anlegen. In der Heimatstadt von Familie Yu gibt es schon ein Pilotprojekt, bei dem sie Punkte sammeln können. Je besser deine Bewertung, desto mehr Vorteile hast du im Alltag. Ich denke, das ermutigt die Leute, sich freiwillig an die Regeln zu halten. Und so funktioniert das sogenannte Sozialbewertungssystem in Hangzhou. Wer gegen Gesetze und Vorschriften verstößt, zum Beispiel seine Steuern nicht pünktlich bezahlt oder Kredite nicht bedient, dem werden Punkte abgezogen. Seit Corona werden auch falsche Angaben in der Corona-App bestraft. Belohnt wird, wer sich ehrenamtlich engagiert, sich sportlich fit hält oder emissionsarme Verkehrsmittel nutzt. Auch Blutspenden bringt Punkte. Andere Städte belohnen auch Organspenden. Oder ganz alltägliche Dinge wie Bücher pünktlich in die Bibliothek zurückbringen. Doch was genau erhoben wird und wie genau Bewertungen berechnet werden, bleibt oft im Dunkeln. Professor Dai forscht seit Jahren zu dem Thema. Die U-Bahn in Peking hat gerade ihr eigenes Bewertungsprojekt gestartet. Wer sich an alle Regeln hält, darf an den strengen Sicherheitskontrollen an den U-Bahn-Eingängen vorbeigehen, an denen normalerweise jede Tasche gescannt wird. Die Idee hier ist, sobald es einen Datensatz über vorheriges Verhalten gibt, kann man daraus ableiten, wer kein Risiko darstellt. Der wird dann weniger kontrolliert als andere Leute. China will den gehorsamen Bürger. Lockt mit Belohnung und droht mit Bestrafung, damit sich möglichst viele an Normen und Regeln halten. Bislang, erzählt Professor Dai, könne der Staat Gesetze oft nicht durchsetzen. Künftig sollen Regelbrecher umfassender und schmerzhafter abgestraft werden. Okay, let's say they don't care about. Vielleicht macht es jemandem nichts aus, ein Bußgeld zu zahlen. Aber ihn trifft es hart, wenn ihm Steuererleichterungen verwehrt werden.
Wenn die Leute verstehen, wenn du es dir mit der einen Behörde verscherzt, bekommst du auch Probleme mit der anderen Behörde. Dann gibt es mehr Anreize. Der Familienvater Yu Chin-wei meldet sich erst jetzt beim Sozialbewertungssystem an. Ein Drittel der Bewohner von Hangzhou hat sich bisher registriert. Yu muss seine Ausweisdaten verknüpfen. Dann bekommt er seine Punktzahl. Das sind 493 Punkte direkt nach dem Registrieren. Ab 550 Punkten gibt es Vergünstigungen. Eigentlich sollte ein landesweites Bewertungssystem 2020 eingeführt werden. Doch wie so viele Datenprojekte wird erstmal lokal getestet. Einfach mal ausprobieren. Auch das ist typisch für China. Experimentierfreude. In China ist das ein Geschäftsmodell. Die Tech-Konzerne können sich verlassen auf technikbegeisterte Kunden wie die Familie He in Shanghai. Xiao Ai? Ich bin da. Spiel einen Kinderfilm. Okay. Xiao Ai, so heißt die Sprachsteuerungssoftware des Elektronikherstellers Xiaomi, eine chinesische Alexa. Familie He liebt vernetzte Technologie. Fernseher, Licht, Klimaanlage sind auch per Handy steuerbar. Und selbst der Kühlschrank ist bei den Hers intelligent. Lebensmittel können per Kamera im Kühlschrank mit Foto und geschätzter Haltbarkeit eingecheckt werden. Eine Woche bevor diese Zwiebel verdirbt, erinnert er mich, dass ich sie jetzt besser verbrauche. Und per Handy kann ich jederzeit nachschauen, was im Kühlschrank ist und bald abläuft. Ohne falsche Bescheidenheit kann man, glaube ich, sagen, dass China beim digitalisierten Leben den USA und Europa voraus ist. Einfach weil es eine riesige Auswahl vernetzter Produkte für jeden Lebensbereich gibt. Chinesische Technik, die längst schon unterwegs ist nach Deutschland. Düsseldorf, hier sitzt die Deutschlandzentrale von Xiaomi. Stolz führt uns der Chef durch das deutsche Hauptquartier. Die Produkte, von denen Familie He in China schwärmt, sollen auch den Markt in Deutschland erobern. Genau wie in China will man auch in Deutschland vor allem eines: wachsen. Das ist ganz transparent. Eine der neuesten Innovationen: ein transparenter Fernseher, den es in Deutschland noch nicht zu kaufen gibt. Eine schöne Schmetterling. Ja. Reiskocher, Wasserkocher, Elektroroller. Xiaomi will in alle Lebensbereiche. Will auch in Deutschland dorthin, wo man in China schon lange ist. Das ist genau unser Prinzip. Eine App für alle. Ja, man kann das direkt auf dem Smartphone, Geräte auf einmal zu steuern. In Deutschland ist Xiaomi in kürzester Zeit zum Smartphone-Anbieter Nummer 3 geworden. Aber die deutschen Kunden machen es ihnen nicht leicht. Es ist logisch, dass man ein bisschen vorsichtig ist. Aber ja, was wir bauen jetzt ist mit dem Smartphone, das Leben einfach. Das heißt, wir bringen Wert zu dem Konsumenten. Verheißungsvolle Werbevideos versprechen große Innovationen, importiert zu günstigen Preisen. Doch im vergangenen Jahr ging diese Rechnung nicht auf. Ein IT-Experte aus London fand heraus, Handys von Xiaomi hätten im Hintergrund höchstpersönliche Nutzerdaten an das Unternehmen übertragen. Nutzerinnen und Nutzer ausspioniert. Weltweit berichteten die Medien. Und auch die Wissenschaftler in Bochum verfolgen die Enthüllung. So, dann noch das hier rein. Was man gesehen hat, ist, dass eben das ganze Surfverhalten zu einem anderen Server geschickt wird, dass man eben wirklich nachvollziehen kann, welches Handy ist auf welche Webseite gegangen. Das heißt, man kann detailliert nachvollziehen, auf welche Webseiten bin ich gegangen, zu welchem Zeitpunkt, sodass man wirklich richtige Bewegungsprofile auch erzeugen kann.
Mit einem Test können sie Datenabflüsse nachvollziehen. Das Handy wird dafür in einer Spezialbox angeschlossen, in der jede Kommunikation nach außen analysiert wird. Xiaomi gibt an, das Datensammeln nach den Vorwürfen sofort gestoppt zu haben. Die Wissenschaftler testen die neueste Browserversion und bestätigen das. Bei Xiaomi übertragen Handys aus Deutschland im Hintergrund jetzt keine sensiblen Informationen mehr. Ich denke, dass man sieht, dass in Deutschland oder auch generell in Europa Datenschutz sehr hoch gehalten wird. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung eigentlich weltweit die strengste Regulierung. Gerade in Deutschland spielt das ganze Thema eine sehr wichtige Rolle im Vergleich zu jetzt China, wo einfach die Menschen sehr gläsern sind auf einmal. Grundlage für die staatliche Überwachung in China ist die allgegenwärtige Gesichtserkennung. Ein Hersteller, die Firma Hanwang in Peking. Künstliche Intelligenz beginnt mit mühsamer Handarbeit und hunderten Klicks. Jiang Zhou Han und sein Team bringen dem Computer bei, Menschenmengen richtig zu analysieren. Was ist ein Kopf? Was ein Hinterkopf? Was nur ein Objekt? Das sind Bilder aus dem Netz und aus Filmen, auf denen viele Personen zu sehen sind. Da markieren wir einzelne Gesichter und beschriften sie. Die Pandemie stellte sie vor ihre größte Herausforderung. Ihre Software funktionierte nicht mehr, als plötzlich alle zum Schutz vor Corona eine Maske trugen. Jian Johan setzte sofort eine Taskforce daran, die Computer mit neuen Daten über Gesichter zu füttern. Wir haben damals die ganze Firma mobilisiert. Jeder hat zu Hause Bilder von sich gemacht. Bilder mit Maske in verschiedenen Umgebungen. Die haben wir alle gesammelt. Ich erinnere mich, wir haben das Mitte Februar begonnen und Mitte März kam dann schon unser Algorithmus zur Gesichtserkennung mit Maske raus. Da waren wir die Ersten in China. Gesichtserkennung in Deutschland, das ist eine ganz andere Geschichte. Über ein Jahr lief hier am Bahnhof Berlin-Südkreuz ein Pilotprojekt. Es war der bislang größte Versuch mit 300 Testpersonen. Denn auch deutsche Behörden liebäugeln immer wieder mit der Technologie. Der damalige Innenminister de Maizière, stolz, kurz nach der Einweihung 2017. Die Managerin für Robotik und Expertin für künstliche Intelligenz, Kenza Aid Siabu, hat eine Zeit lang selbst in China gelebt und ist ein Hightech-Fan. Ist fasziniert von dem, was Technik kann. Und trotzdem sieht sie die Schwächen. Dann ist ja niemand mehr anonym. Ne? Wenn ich dann auf der Straße laufe, dann wüsste man ganz genau, wer ich bin, wo ich wohne, wo ich hingegangen bin, mit wem ich mich treffe. Und das ist ja ein Eingriff in die Privatsphäre natürlich. Eine skeptische Bevölkerung. Protestaktionen wie diese am Südkreuz. Die Vorstellung vom Staat als Überwacher. Gesichtserkennung in dieser Form ist in Deutschland nicht gewünscht. Das Pilotprojekt ist inzwischen beendet. Doch wie sollen insgesamt neue Technologien weiterentwickelt werden, wenn sie nicht umfassend getestet werden können? Hier möchte man kein Risiko eingehen. Das führt natürlich dazu, dass wir oft halt nicht so schnell sind. Aber wenn das Produkt raus ist, dann ist es viel besser als alle anderen. Und das ist halt immer die Diskussion. Was ich mir als Tech-Expertin wünschen würde, dass wir ein bisschen mehr vielleicht Risiko eingehen, uns ein bisschen mehr zutrauen. Natürlich auch Privatsphäre bewahren, das ist gar keine Frage, aber trotzdem ein bisschen mehr, weniger Angst. Doch wie nahe Nutzen und Missbrauch von Technologie in China beieinander liegen, sieht man in Xinjiang, im Nordwesten des Landes. Chinas Regierung vermarktet die Region mit ihrer Hauptstadt Urumqi als exotisches Touristenidyll. Denn Xinjiang ist die Heimat der Uiguren. Sprache, Aussehen und Kultur unterscheiden das muslimische Turkvolk deutlich von der Mehrheit der Chinesen. Doch hinter der touristischen Kulisse sieht es anders aus.
Der Staat hat hier ein beispielloses Regime aus Überwachung und Unterdrückung aufgezogen. In der Vergangenheit entluden sich Spannungen zwischen Uiguren und dem chinesischen Staat in Gewalt. Heute herrscht totale Kontrolle. Das fing 2016 an, ungefähr im Herbst. Überall wurden Kameras installiert. Es wurden immer mehr. Kelbinur Siddiq kommt aus Xinjiang. Sie lebt heute in den Niederlanden. Deshalb kann sie frei reden. In ihrer Heimat droht jedem Haft, der offen Kritik äußert. Wir begeben uns auf Spurensuche nach Kelbinurs Geschichte in Urumqi. In dieser Wohnsiedlung lebte sie damals. Die Überwachung begann schon an der Haustür. Überall in Urumqi haben Siedlungen Gesichtserkennung am Eingang, die direkt mit der Polizei verbunden ist. So weiß der Staat immer, wer wann raus und rein geht oder wer zu Besuch kommt. Uns durfte plötzlich niemand mehr besuchen, nur ganz nahe Verwandte. Ihren Besuch mussten wir uns mit Datum, Uhrzeit und Grund genehmigen lassen. Viele Details ihrer Geschichte können wir nicht überprüfen. Interviews können wir nicht führen, denn auch wir werden permanent überwacht. Polizeistationen, oftmals in Sichtweite voneinander. Überall auf der Straße Polizisten, ausgestattet mit mobilen Ausweislesegeräten. Zeitweise geriet man alle paar hundert Meter in eine solche Kontrolle. Wenn bei der Ausweiskontrolle ein Alarmton anging, kamen sofort schwer bewaffnete Polizisten. Die standen schon bereit. Sie stülpten den Menschen einen schwarzen Sack über den Kopf und führten sie ab. Ich habe das sehr oft gesehen. Bis heute fange ich an zu zittern, wenn ich eine schwarze Plastiktüte sehe. Im Norden der Stadt, zwischen Gefängnissen, gelingt es uns, einen Komplex aus mehreren Rechenzentren zu filmen. Hier werden unter anderem Polizeidaten und Überwachungskameras ausgewertet. Wenn die Software einen Verdächtigen identifiziert, meldet sie das an den Polizisten vor Ort direkt auf eine Handy-App. Unter Beobachtung steht unter anderem, wer kürzlich in eine andere Stadt gezogen ist, wer im Ausland war, wer in einer verdächtigen Datenbank der Regierung auftaucht und dessen Kontakte, wer ungewöhnlich viel Strom verbraucht oder wessen Handy länger nicht mehr im Netz registriert war. Unsere Recherchen stoßen schnell auf Widerstand. Wer sind Sie? Fragen Sie nicht, wer wir sind. Was machen Sie hier überhaupt? Was haben Sie hier gefilmt? Kelbinur Siddiq ist Lehrerin. In Xinjiang unterrichtete sie Chinesisch an einer Grundschule. Dann wurde sie versetzt in diesen Gebäudekomplex am Stadtrand. Angeblich, um ungebildeten Uiguren Chinesisch beizubringen. Die Menschen dort waren an Händen und Füßen gefesselt. Sie bewegten sich wie in Zeitlupe. Da verstand ich, dass man mich nicht in eine Schule für Erwachsenenbildung gebracht hatte, sondern in ein Gefangenenlager. Das Areal wurde nach und nach zu einem Hochsicherheitstrakt ausgebaut. Wachtürme wurden errichtet und Stacheldrahtverhaue. Inzwischen sind Wachtürme und Stacheldraht wieder verschwunden. Schilder weisen das Areal heute als Industriegebiet aus. Dennoch, es wird von der Polizei streng bewacht. Sie dürfen da nicht rein. Wir gehen doch nur draußen herum. Nein, das geht nicht. Und es gibt auch gar nichts zu sehen hier. Chinas Regierung bestreitet, dass es solche Lager gibt, spricht von Berufsbildungszentren. Doch internationale Beobachter sind anderer Meinung. Rund 1 Million Menschen seien zumindest zeitweise in Lagern verschwunden.
Kelbinur Sidik berichtet von Folter und sexueller Gewalt. Den Frauen sei eine unbekannte Substanz verabreicht worden. Viele bekamen danach ihre Monatsblutungen nicht mehr. Aber bei manchen war es umgekehrt. Sie hörten gar nicht mehr auf zu bluten. Da war ein 18-jähriges Mädchen. Sie hatte so viel Blut verloren. Sie ist gestorben, weil sie nicht rechtzeitig versorgt wurde. Ich habe noch gesehen, wie sie rausgetragen haben. Die Geburtenrate unter den Uiguren ist seit dem Beginn der totalen Unterdrückung dramatisch gesunken. Einige Forscher sprechen inzwischen von einem schleichenden Völkermord. Chinas Regierung weist das zurück. Was in Xinjiang geschieht, fällt längst auf chinesische Technologiefirmen zurück. Die Firma von Don May und seinen Kollegen in Pennsylvania, USA, testet Überwachungstechnik. Beim Konzern Dahua aus China haben sie etwas entdeckt, was sie zuvor noch nie in Gesichtserkennungssystemen gesehen haben. In der Software findet sich die Kategorie Race, etwa Rasse oder Ethnie, und es werden gelbe, schwarze und weiße Menschen unterschieden. Und noch mehr. Dahua hat eine spezielle Lösung für die Polizei entwickelt, einen Uiguren-Alarm in Echtzeit. Und das funktioniert. Es ist ganz offensichtlich, dass es dafür einen finanziellen Anreiz gab, denn die Anforderung kam direkt von der Regierung. Wenn jemand aussieht wie von der muslimischen Minderheit der Uiguren, kann das Dahua-System eine Warnung an Chinas Polizei schicken. So die Forschungsergebnisse. Dahua verkauft seine Produkte weltweit, auch nach Deutschland. In China ist der Konzern zweitgrößter Anbieter für Überwachungstechnik. Auch andere chinesische Konzerne haben sie hier im Visier. Ein Patentantrag für eine Gesichtserkennungstechnologie von Huawei, dem weltweit operierenden Telekom-Konzern, gemeinsam mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, eingereicht bei Chinas Patentbehörde. Auch diese Technologie unterscheidet ethnische Gruppen. Han-Chinesen und hier Uiguren. Wenn Sie Technologie gezielt gegen verfolgte ethnische Minderheiten einsetzen, die US-Regierung spricht hier von Völkermord, und Ihr Unternehmen Lösungen dafür entwickelt, dann ist das ein ethisches Problem. Mittlerweile wurde der Patentantrag geändert. Das Wort Uigure ist verschwunden. Die staatliche Überwachungswut hat die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz explodieren lassen. Die Entwicklung geht rasend schnell. In weniger als 10 Jahren will China Technologieführer sein. Das ist der Plan der kommunistischen Führung. Die schöne neue Welt. Viele Menschen hier genießen sie bereits und sind stolz darauf. Uns fordern die gewaltigen Pläne heraus. Lassen wir China unsere Zukunft gestalten? Oder wollen wir sie mitbestimmen, mit unseren Werten?